Hier ist Ronja und wir haben ein neues Format. Und zwar Junge vs. Mädchen. Ich spiele gegen Tops auf verschiedenen Maps und im Prinzip... ja. Im Prinzip wollen wir gucken, wer von uns besser ist. Es ist der ewige Kampf, okay? Ich bin der Meinung, ich bin besser. Er ist der Meinung, er ist besser. Zu Unrecht. Aber wir werden sehen, das räumt jetzt alles aus dem Weg. Das, was wir jetzt anfangen, ist die erste Staffel. Es gibt für jeden von uns 5 Folgen. Wir laden nicht die gleichen Folgen hoch, wie zum Beispiel bei Wolf oder bei Hide and Seek. Das sind individuelle Folgen. Das heißt, ihr müsst unbedingt die Folgen bei Tops gucken, wenn ihr alles mitkriegen wollt. Und selbstverständlich bei mir. Und andersrum genauso. Weil sonst verpasst ihr die Hälfte des Spaßes. Und das wäre natürlich eine große Schande. Denn am Ende sammeln wir natürlich Punkte. Und wer die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt das Junge versus Mädchen-Duell am Ende. Und darf sich dann eine Strafe für den anderen überlegen. Und das ist dann auch das Staffelfinale. Derjenige, der verliert, muss eine Straffolge machen und hochladen. Und es gibt später auch noch... Warum lachst du? Ich freue mich schon auf die Straffolge. Ich weiß, dass ich gewinne. Und es gibt später auch noch Special-Folgen, auf die ihr euch freuen könnt. Also, ja, bleibt gespannt. Außerdem haben wir noch eine Sache, die ihr machen könnt. Und zwar könnt ihr uns gerne Challenge-Maps einsenden, die wir dann spielen. Und das geht an die E-Mail-Adresse richtigronja.yt@gmail.com. Die ist auch hier nochmal eingeblendet. Aber nicht richtig Rondolf, ne? Also nicht richtig Rondolf. Bitte dahin eure Anmerkungen und Maps, bitte nur Maps, keine Anmerkungen senden. Und genau, dann spielen wir eure Maps. Aber die müssen halt halbwegs balanced sein, sonst können wir sie logischerweise nicht spielen. Wenn das ein Vorteil wäre, dann wäre das nämlich so ein bisschen, wer ist besser, wäre das ein bisschen... Ja, ich meine, wir wollen ja nicht gucken, welche Seite der Map besser ist. Wir wollen ja gucken, wer von uns besser ist. Ja. Und ich würde sagen, wir legen mal los. Start the race! Oh, ich war nicht nah genug am Knopf dran. Das war jetzt peinlich. Okay, du bist verlieren, Tops. Du hast keine Chance. Ich bin dir weit voraus. Ich kann dich nicht schlagen, schade. Okay, auf jetzt schlagen. Zack, 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 zack. Oh nein, du führst. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Keep out. Okay. Weil es ist immer wichtig zu bedenken. Oh nein. Du kannst so langsam sein, wie du willst, wenn Tops vorher runterfällt. Wow. Du kannst gerne aufholen. Du startest, glaube ich, nämlich Reed. Hoppala. Oh mein Gott. Nein! Hä? Du hast ja auch dein Problem mit dieser mit dem einen Hügel da. Ich bin bei dieser Mine abgestürzt. Warte mal. Ja, da ist so eine Mine. Oh boy. Ja. Ich habe den Indoor-Weg gewählt. Oh Gott. Und zwar... Lustig wäre es, wenn man sich noch boxen könnte, runterboxen. Oh nein, ich bin in der Wolke, ich sehe nichts. Oh nein. Hast die Wolke nicht ausgestellt? Oh mein Gott. Oh boy. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, ich bin in der Wolke. Ich muss runter, Ronja. Ja, danke für die Info. Danke. Mann, ich probiere die ganze Zeit. Ist nicht schlimm. Das passiert den Besten. Ich habe momentan den Highscore, würde ich sagen. Ich war weiter als du. Genau. Aus irgendeinem Grund wird uns zwar beiden 21 angezeigt, aber das ist nur, weil ich vorhin die Map getestet habe und es bis 21 geschafft habe. Das ist mein alter Highscore. Ja. For real. So, zack, zack, das ist nicht mein Alter. Ich bin erst 20. 20, ne? Ich bin 20. Ich bin noch jung und agil. Warte, wo bist du? Ich bin die Wolke ist noch nicht da. Ich habe eine Chance. Ich habe eine Chance für den Sieg. Okay, jetzt ist die Frage. Ich bin so schlecht im Parcours. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin absolut grottig im Parcours. Ich spiele Minecraft auch noch nicht so lange. Das heißt... Oh, das war stark von mir. Eine Adventure mit Minecraft Parcours und das war stark von mir. Oh mein Gott, ich bin schon fast unten. Aber ich bin lieber sicher und gehe jetzt keine irgendwie drei Blöcke runter. So, zack, ich zack, bin zack. So ein junger Gott. Oh nein. Ah, Gott, oh Gott. Ich bin unten. Du bist unten? Ich bin unten. Ja, super. Warte, wie unten? Oh nein! Hast du gut gemacht, Ronja. Oh, ich bin immer noch da oben. So, warte. Wo warst du denn? Was? Du bist ganz unten? Wie hast du das geschafft? Ich bin ganz unten, weil ich einfach mega toll bin, weil ich Skill habe. Nein, ich glaube, du hast geschummelt. Ich habe einen Checkpoint. Nice, super geil. Ich habe einen Checkpoint. Jetzt muss ich. Warte. Wie können wir prüfen, dass du nicht schummelst? Du nimmst die Folge ja nicht auf. Ich hab die nebenbei aufgenommen, da kann ich dir nachher gerne senden, da siehst du, ich schummel nicht, so zack. Okay. Ah, nein! Oh, ich bin so gut! Innen drinne darfst du den Weg nicht nehmen, du kannst zwar durch die Mine laufen, aber das ist schlecht. Echt? Mhm. Ich würde dir halt empfehlen, dass du einfach guckst, du siehst da links und rechts, unten siehst du immer weiter. Du musst springen mit Anlauf. Du musst springen mit Anlauf. Ja, also Anlauf auf einen Block, der niedriger ist als 3 Blöcke. Ey! Was willst du überhaupt von mir? Oh mein Ronja, ich brauche mich ja nicht mehr anstrengen. Was ist dein Problem? Ich fahre mal runter.
Anja wird aggressiv. Lol, das wird richtig gemein. Ich bin die Ruhe in Person, okay? Ich atme tief ein und aus. Ich will mir nachher dein Replay angucken. Ich trau dir kein Stück. Traust du mir klar? Ja, gut, aber ein bisschen Misstrauen ist ja eigentlich ganz gut. Nee, ich trau dir nicht. Das hat nichts mit ein bisschen Misstrauen zu tun. Das hat damit was... Ah, mein Gott! Ich lauf gleich wieder durch die Mine. Wie weit unten bist du nochmal? Ich bin jetzt hier eigentlich schon ganz unten. Ich bin nur eben wieder respawned, weil ich dir einfach noch die Chance geben wollte. Natürlich bist du runtergefallen. Ja, du kleiner Lappen. Ich bin nicht runtergefallen. Ich fühle mich... Aber warte, lol. Jetzt weiß ich, wie ich... Okay, warte. Oh mein Gott. Ich bin so ein Genius. Okay. Wir sind safe. Ich weiß nicht, bin ich eigentlich... Bist du unten auf diesem grünen Pfad? Jetzt mal ohne... Schmarrn, wirklich? Ja, bin ich wirklich schon. Das ist doch Quatsch, du lügst doch! Ja, lass mich vorstellen. Das ist doch einfach straight up gelogen. Das ist doch... Also... Oh, wenn ich denke, wenn ich sterbe, dann sterbe ich nicht. Und dann bin ich immer schon so, ah, jetzt bin ich tot, jetzt fange ich neu an. Dann bin ich ruthless. Mann, das sind schon 4 Minuten. Nice. Oh mein Gott! Wie weit bist du? Du bist auch gerade untergefallen. Ja, aber ich bin einfach aus Blödheit. Ich sehe dich da unten. Ich sehe dich unten. Siehst du mich unten? Nein, ich sehe dich nicht unten. Oh, du hast einen anderen Checkpoint, oder wie? Ach, Ronja. Ich meine, ich könnte jetzt... Oh, boy. habe ich jeweils gesagt, dass Parcours eine meiner Stärken ist? Falls ihr Maps einschickt, bitte, schickt keine Parcours-Maps ein. Also, Dankeschön. Ja, Parcours reinmachen. Es ist eigentlich kein Parcours. Jedes Mal diese Explosion, das ist so troll. Ich fühle mich von der Map getrollt. Ja. Ach, Rondolf. Du kriegst das schon hin, oder? Ich hab das. Ich bin Mastermind. Videogame Master. Du musst einfach nur gucken, dass du auf immer nur 2 Blöcke Unterschied springst. Ja! Ach nee, danke. Grüße gehen raus. Du mein Idiot. Ach Ronja, sei doch nicht so aggressiv. Okay. Hier ist der Viking, ich seh nix. Du bist gestorben, du Loser. Ich würde ja nicht sterben. Bin gerade gestorben, aber nur kurz, nur um es dir zu zeigen. Opala, das war Dummheit. Okay, da war ich gerade tiltet, gebe ich zu. Da bin ich gestorben, ohne wirklichen Grund. Ich glaube, es auch über mich lustig macht, weil ich runterfall, aber selber, ne? Was? Danger, keep out. Oh, das Schild habe ich gar nicht gesehen. Oh, ich habe es mir viel zu schwer gemacht. Oh nein! Ich bin schon wieder in der Wolke. Warte mal. Oh, was? Ist das noch hin, Ronja? Nein. Also, ich glaube, so langsam... Warte, hast du gewonnen? Bist du schon mal am Ende gewesen? Ja, ich bin schon mal am Ende gewesen. Also, bin auch wieder zurückgelaufen und... du lügst mir doch. So, ja, ich guck mir den Replay sowas von an. Du lügst einfach straight up. Ich glaub dir kein Stück. Jetzt mal, okay. Spaß beiseite. Hand aufs Herz, Toms. Hast du schon mal gewonnen? Wie bei was denn? Bist du durchs Ende gelaufen? Nee, ich bin noch dran. Hier gibt es nicht so Schluchten, wo du rüberspringen musst. Du musst gucken, dass du an der richtigen Stelle abspringst. Ja. Aber es geht eigentlich. Ja, da bin ich auch schon bei den Schluchten, richtig. Musst du mir nicht sagen. Bitte. Bist du jetzt auch unten, oder was? Ja. Hast du es geschafft mittlerweile? Oh, lol. Okay, ja. Da kann ich mich ja wieder ein bisschen beeilen, weil ich dachte mir so, weißt du, du musst ja ein bisschen nett sein. Jetzt geht's nach oben. Oh mein Gott. Hä? Warte. Ja! Alles gut. Oh lol. Ich bin die Ruhe. Oh, Tops has reached the cave. Oh nein. In 6 Minuten 30. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh nein. Oh mein Gott, ich bin so mad. For real though? Strich Ronja, hit the ground too hard. Ach, again? Ronja. Oh, momentan bin ich immer noch am Selbstmördern. Also, was zur Hölle tue ich hier? Just end me. Begriff? Ja. Komm. Lol. Nein. Okay, gibt's. für die unwahrscheinliche Chance, dass niemand von uns es schafft, hier durchzukommen, haben wir einen Endpunkt, an dem wir sagen. Ich weiß nicht. Also, willst du dann zugeben, dass ich gewonnen habe? Weil, ich meine, wie es aussieht. Ich frag nur. Ich meine, du bist ja irgendwie. Ich wäre bereit, bei 8 Minuten zu sagen, wenn ich es nicht runterschaffe. Dass du gewonnen hast. Ansonsten will ich meine Odds nochmal probieren. Du musst Anlauf nehmen und darfst du nicht springen, du musst einfach gucken, dass du rechtzeitig, also dass du genau auf so einen 2 hohe Blöcken. Du darfst. Oh mein Gott, man kann Shift-Blocken auf der Map! Das wusste ich nicht! Hast du das ernsthaft und nicht gemacht? Nein! Was denkst du, weil ich die ganze Zeit runtergefallen bin, du Depp? Oh mein Gott! Oh mein Gott!
Okay, du hast gewonnen. Ist in Ordnung. Ich gebe auf. Ich ergebe mich. Damit du wenigstens mal schaffst. Nein, ist okay. Ich bin ein fairer Verlierer. Ich hab verloren. Ich wusste nicht, dass ich Schiff walken kann. Das war mein Fehler. Das kann man schon sau lange bei mir. Ich hab das nie gemacht. Ist okay. Ist in Ordnung. Du gibst zu. Ich geb zu. Ich hab den ersten Punkt verloren. Es ist nicht schlimm. Das war's dann auch für diese Folge. Übrigens, mein Charakter hat vorhin lustig rumgebackt. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Aufnahme davon habe. Das sieht crazy aus. Aber vielleicht ja, das wäre echt witzig, ja? Naja, das war's jedenfalls für diese Folge. Junge versus Mädchen. Guckt unbedingt die Folge bei Topstars. Das ist nämlich die zweite. Da seht ihr, ob ich den zweiten Punkt aufholen kann. Oder auch nicht. Es ist die gleiche Map. Was denkt ihr, was passieren wird? Ja. Ich bin jetzt natürlich nicht demotiviert. Ich glaube an mich, ja. Glaubt auch an euch. Macht's gut. Bis nächstes Mal. Ciao.